Wie im Haul angekündigt, gibt es jetzt ein ganz besonderes Unboxing. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Unboxing-Video. Ich habe es ja schon in meinem Haul angekündigt, dass ich eigentlich hätte noch was im April-Haul zeigen müssen, was mich im April erreicht hat. Und was ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich es im März oder im April gekauft habe. Also es kam aus Amerika und der Versand dauert ja ein bisschen natürlich. Und ich habe tatsächlich schon seit Jahren damit gehadert und mir das wirklich immer oft überlegt, ob ich mir das Abo zulegen soll. Es ist ein Abonnement und ich zeige euch gleich welches. Es ist natürlich sehr teuer und deswegen habe ich immer mit mir gehadert und gedacht, ah, lohnt sich das, weil für uns Europäer lohnt sich eigentlich fast gar nicht für die extra Sachen, die es da noch gibt in Amerika, die man bekommt. Aber dieses Jahr gab es ein so tolles, sage ich mal, Abo-Geschenk. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es war auf jeden Fall so ein tolles Abo-Geschenk, dass ich zuschlagen musste. So, ich möchte jetzt euch gar nicht lange auf die Folter spannen und zeige euch jetzt erstmal das Paket. Und ich habe es tatsächlich nicht ausgepackt. Ja, ich bin jetzt D23-Member. Das ist ein Jahresabo und wie gesagt, hier drin ist das Willkommenspaket oder Abo-Paket oder ich weiß es nicht, wie man das nennt. Wenn man dieses Abo jährlich abschließt, kriegt man jedes Jahr ein neues Paket mit irgendwelchen Disney-Goodies. Und die Sachen, die es jetzt hier drin gibt, gibt es nur für die D23-Members. Und wie gesagt, es ist ein Jahresabo. Man bekommt das plus 4 von diesen Zeitschriften, also jedes Quartal bekommt man eine neue Zeitschrift. Ich habe jetzt schon die Spring-Ausgabe bekommen, ich gehe gleich darauf näher noch ein. Es kommen noch 3 weitere. Und was hat es mich gekostet, das Abo? Deswegen habe ich auch mal so ein bisschen mit mir gehadert. Also es kostet 99 Euro pro Jahr und für uns Europäer kommt dann auch einiges an Versandkosten dazu. Ich glaube, es waren um die 20 bis 30 Dollar. Ich bin mir jetzt aber unsicher, kann aber gleich nochmal nachgucken. Und genau, ich habe jetzt keinen Zoll bezahlen müssen für das Paket, aber ich habe schon mal hier und da gehört, dass es Leute gab, die noch Zoll bezahlen mussten. War aber nicht so viel. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch, was in dem Paket drin ist, weil es sind wirklich sehr schöne Sachen. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die Zeitung drauf ein. Also ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich habe tatsächlich 142 Dollar bezahlt mit Handling, mit Fees, mit Shipping und mit dem Paket. Und da sind auch die Fees oder die Shippingkosten für die 4 Zeitungen dabei für das ganze Jahr. Was es noch zusätzlich gibt zu den Zeitungen und zu dieser Geschenkbox, gibt es Rabatte, aber halt in Amerika. Deswegen sage ich, lohnt es sich für die Amerikaner, für uns Europäer nicht ganz so. Denn ja, es gibt einige Rabatte in Disney in Anaheim, in Disney Springs, und also in Walt Disney World, in Disneyland Anaheim und auch online tatsächlich, in einigen Online-Shops. Und es gibt eine D23-Exclusive-News-Seite, die habe ich jetzt gerade hier vor mir, wo man halt einige Disney-News sich durchlesen kann, wie gesagt. Und man kriegt, dieses Jahr findet ja eine weitere D23 statt. Da bekommt man als D23-Member auch Rabatte für die Tickets. Da werde ich dieses Jahr nicht hinfliegen. Vielleicht dann in 2 Jahren, weil die findet, glaube ich, alle 2 Jahre statt. Hier sehe ich gerade, es gibt eine D23 Galactic Disco Night in Anaheim am 26. Mai, wenn man da zufällig vor Ort ist. Und wie gesagt, es gibt Discounts. Es gibt auch einen Shop für D23 Merchandise, was man wirklich nur als D23-Member bekommt. Ich sehe gerade, hier gab es ein Goofy und Max Pin, der ist aber gerade ausverkauft. Und ja, einen exklusiven Red Pin, auch ausverkauft. Also ja, gibt richtig coole Sachen für D23-Member. Und ich habe, glaube ich, gesehen, in Shops wie Pandora in Disney Springs gibt es, glaube ich, 10% Rabatt. In einigen Restaurants in Disney Springs. Aber da gibt es eine ganze Seite. Das packe ich euch gerne auch unten in die Infobox, die Seite mit den ganzen Rabatten.
Also es gibt tatsächlich auch eine D23-App, wo man auch sich die Rabatte anschauen kann. Die funktioniert aber auch in Europa nicht. Wie gesagt, ist nicht für Europäer ausgelegt. Aber, und ich habe jetzt mal geguckt, es gibt in Alex in Annie's bekommt ihr 10% im Disney Springs, also wenn ihr in Walt Disney World seid oder in Anaheim, gibt es einige Geschäfte vor allem, Geschäfte, Basin in Disney Springs, da wo ich die Seife zum Beispiel gekauft habe, als ich da war, gibt es 15% Rabatt. Downtown Disney, es ist halt das Disney Springs in Disneyland Anaheim. Was ich jetzt hier noch, Disney Springs könnt ihr hier, Sportswear gibt es Rabatt. In Levi's im Disney Springs gibt es 15%. Ja, also hier und da ganz viele Rabatte, auch bei Shop Disney, aber nur in Amerika, also shopdisney.com. Ja, wie gesagt, hier und da Rabatte. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal in das Paket. Ja, es heißt Around the World of Disney Parks. Ich weiß natürlich, was drin ist. Ich habe es bei einigen anderen in der Story gesehen und natürlich auch auf der Website, was drin ist. Aber wir gucken jetzt mal zusammen rein. Ich mache es jetzt mal auf. So, da steht jetzt, da habe ich jetzt meine Urkunde. Ich muss mal gucken, dass ich es irgendwie verdecke, weil da steht mein Nachname drin. Moment, habe ich irgendwas? Ich nehme mein Handy. Genau, also es gab, ich mach's mal wieder dran. Oh Gott, kriege ich das hin? Ja, so. Da steht eine Urkunde, D23 Welcome, Simone, the official Disney Fan Club und ja, Gold Memberschaft. Ich habe auch gehört, ich glaube, wenn man 5 Jahre konstant dabei ist, ich weiß aber nicht genau, bekommt man noch mal eine besondere Urkunde. Ich zeige euch die jetzt nochmal. So sieht das aus. Genau. Sieht richtig schön aus. Wird auf jeden Fall, also werde ich mir auf jeden Fall einrahmen, weil es ist echt, sieht sehr schick aus. So, die Urkunde legen wir jetzt mal weg, damit ich euch auch den Karton zeigen kann. So sieht es aus. Und es ist auf jeden Fall schon mal richtig schick verpackt. Gefällt mir echt gut. Und ja, da habt ihr erstmal eure D23 Karte. Das heißt, wenn ihr jetzt mal, ihr seid in Walt Disney World oder so und geht zu Pandora, müsst ihr die natürlich vorzeigen, dass ihr ein Clubmember seid und dann bekommt ihr halt den Rabatt. Ja, meine läuft aus am 12. März 2023. Also ich habe es, glaube ich, dann am 13. März bestellt. Jetzt habe ich auch das Datum. Genau. Und Goldmember since 2020. Das macht irgendwie keinen Sinn. Egal. Auf jeden Fall, ich war vorher noch kein Goldmember. Ja, das ist die Karte, die man sich dann im Portemonnaie mitführen darf. Ja, dann geht es weiter. Huch, und ich muss sagen, hier, schaut euch mal diese Details an mit diesen Mickey-Köpfen. Da war ja die Karte drin befestigt, also richtig, richtig süß. Ja, dann haben wir hier ein Passport. Schauen wir mal rein, wenn ich es rauskriege. Genau. So sieht das aus, ein D24 Passport. Ich weiß nicht, was drin ist. Schau mal rein. Ich möchte auch nicht kaputt machen. Ach so, nee, das macht man nicht so auf. Oh Gott, ich habe es hier an der Seite, macht man es auf. Naja, bin wieder sehr schlau. Ah ja, okay, alles klar. Also, das Passwort. Da macht man es dann hier auf und ja, da steht The Journey Begins mit den Stickern von Anaheim, Orlando, Tokio, Paris, Hongkong, Shanghai und Castaway Key. Also es ist wirklich aufgebaut wie so ein Passport. The Journey Begins und dann, ja, das lese ich jetzt hier nicht alles vor, was hier so drin steht. Das werde ich mir dann mal in Ruhe durchlesen. Da gibt es halt jetzt zu jedem Park, der vorne auch einen Sticker hat, einen kurzen kleinen Text. Auch zu Disneyland Paris natürlich. Und ja, ich blätter mich hier mal durch. Hier gibt es auch ein Bild von Walt's Plane. Anscheinend hatte Walt Disney sein eigenes Flugzeug. Und ja, dann gibt es zwei Sachen, die ganz hinten drin sind. Und zwar einen Aviation Pin. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, viele wissen es gar nicht, aber ich habe ja Aviation Management im Bachelor studiert. Ja, also Luftverkehrsmanagement. Und deswegen ist dieser Pin auch irgendwie was ganz Besonderes für mich, weil ich liebe Flugzeuge.
ich habe auch tatsächlich mal Flugzeuge gesammelt, aber irgendwann hat Disney meine Sammelleidenschaft über Flugzeuge gestellt, deswegen sammle ich keine Flugzeuge mehr. Aber ich habe tatsächlich mal Flugzeuge gesammelt und ich bin total fasziniert von Flughäfen und Flugzeugen und ich liebe das einfach. Und deswegen muss ich sagen, finde ich diesen Aviation Pin echt sehr besonders für mich vor allem. Also der ist richtig schick, sieht richtig hochwertig aus und hier steht D23 Gold Member drauf. Und dann gibt es noch was Besonderes und zwar einen Luggage Tag. Ich weiß nicht, ob ich den jemals als Luggage Tag benutzen werde, weil ich hätte Angst, ihn zu verlieren. Also auf jeden Fall nicht bei dem Koffer, die ins Flugzeug kommen, das auf gar keinen Fall. Vielleicht beim Handgepäck oder am Rucksack oder so. Und das sieht echt richtig schön aus, richtig elegant. Schaut euch das mal an. Ja, also vorne einmal die 23 Gold Member mit Mickey auf einem Flugzeug, auf der Flugzeug, ich weiß gar nicht den Namen nicht, auf dem Flugzeugende, Schwanz, Tail, was auch immer, sitzt da Mickey drauf, echt cool. Und ja, hier könnt ihr natürlich eure Adresse reintragen, damit, falls euer Gepäck verloren geht. Sieht echt richtig schick aus und richtig hochwertig, also ich liebe es. Und ja, das sind sozusagen Travel Kits Essentials, das war jetzt hier in diesem Passport alleine schon drin. Und es geht ja noch weiter, das lege ich jetzt einmal zur Seite. Denn, ja, es gibt noch was. Und zwar, wenn ich das jetzt hier runterklappe, seht ihr das, gibt es ganz viele Pins. Ja, die zeige ich euch natürlich gleich alle von Namen. Zu jedem Disney-Park gibt es einen Pin. Und zwar habt ihr hier Disneyland Anaheim, ihr habt hier unten Disney World, Disneyland Paris, Disney Cruise, wird auch als Park gezählt, Disney Shanghai, Disney, hallo, Karton, Disney Resort Shanghai, Disneyland Hongkong und Disney Tokyo. Ja, also zu jedem Park gibt es einen Pin plus zur Disney Cruise und deswegen fand ich das so, also für $140, wie gesagt, aber ihr bekommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pins plus den anderen Pin, also 8 Pins, Luggage Tag plus 4 Zeitungen. Muss ich sagen, wenn man jetzt in Disneyland Pins kauft, kommt man fast gar nicht günstiger weg für so Limited Edition oder so besondere Sachen. Es ist ja kein limitiertes Abo. Aber so besondere Pins kosten auch schon mal so 15, 20 Euro. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, bei dem Set lohnt es sich wirklich. Und es ist was Besonderes. Man hat dieses schöne Display sozusagen. Ich weiß noch nicht, wie genau ich es positioniere. Ich kann es auch rausnehmen. Dann machen wir das mal. Ich muss den Karton nicht die ganze Zeit halten. Genau. Man kann sich das irgendwie so irgendwo hinstellen. Finde ich echt schön. Vielleicht kann man sich das, man kann sich das bestimmt auch einrahmen. Genau. Kann man hier nämlich auseinanderfalten. Und einrahmen. Und es sieht echt wirklich schön aus. Und zu jedem Park gibt es einen Pin und die sind so detailliert. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal durch. Ich muss mir die selbst erstmal genauer angucken. Ich habe sie mir ja vorher nicht angeguckt. Und die sehen wirklich sehr schön aus. Ich werde die, glaube ich, nie da rausholen. Vielleicht mal für ein Foto oder so. Ja, aber echt schön. Und mir fehlt ja, also bisher, ne, Disney in Paris war ich und Walt Disney World. Und Disney Cruise natürlich. Also drei Sachen habe ich schon abgeklappert von denen. Und vier fehlen mir noch, aber das wird irgendwann in meinem Leben auf jeden Fall nachgeholt. Steht ja auf meiner Bucketlist. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal durch. Wir fangen mit Disneyland Anaheim an. Und hier habt ihr das Riesenrad als ikonisches Zeichen. Ihr habt hier Mr. Toad, das weiß ich jetzt nicht. Ist hier, Small World ist hier drauf und natürlich das Schloss. Ich zeige es euch mal von Namen. So sieht das aus. Ja. Echt richtig schön. Dann geht es weiter mit Walt Disney World. Natürlich alle vier Wahrzeichen der Parks. Animal Kingdom Baum, Epcot mit der Monorail oben drüber. Hollywood Tower of Terror Hotel. Ihr habt hier Figment, diesen lila Drachen. Ihr habt hier diesen Orange Bird und natürlich auch das Schloss. Ach, ich liebe es, diese Details. Richtig schöner Pin. Dann geht es weiter natürlich mit Disneyland Paris, unserem Homepark. Und da habt ihr Phantom Manor drauf, ihr habt die Walt Disney Studios, das ikonische Zeichen, ihr habt natürlich das Schloss drauf, Ratatouille, die Grinsekatze und ich glaube, der
ist es der Casey Junior Zug oder die, nicht Monorail, Railroad. Ja, das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so ganz erkennen, aber vielleicht erkennt ihr es ja. Sieht man das? Ja. Echt schön. Dann geht's weiter mit der Disney Cruise. Und zwar ja natürlich ein Schiff drauf. Ihr habt Minnie als Kapitän, kein Mickey und Chip und Dale. Und ja, finde ich auch richtig schön. Ich weiß nicht, warum sie Mickey weggelassen haben, aber Minnie als Kapitän ist ja auch ganz schön. Huch. Kann doch nicht kaputt machen. Dann geht's weiter mit Shanghai. Da habt ihr Peter Pan. Und jetzt ist es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, es ist das Pirates-Boot, aber da Tron habt ihr drauf. Und natürlich, also bei jedem habt ihr das Schloss drauf. Und den Rest kann ich leider nicht so gut erkennen bei Shanghai. Aber ich bin auch nicht, ich kenne nicht so gut die Wahrzeichen von Shanghai, weil ich da noch nicht da war. Brina würde das jetzt vielleicht besser erkennen. Sieht man das? Genau, dann geht es weiter mit Hongkong. Da habt ihr den Affen. Ich glaube, er heißt Mr. Albert. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher von deren Phantom Manor Haunted Mansion Version. Diesen Affen. Ich glaube, das ist auch hier tatsächlich das Haunted Mansion von denen. Das Schloss Dumbo, den Hyperspace Mountain und ich glaube, Orbitron ist da drauf. Ja. Also bei den asiatischen, huch, bei den asiatischen Parks bin ich nicht so into the Wahrzeichen. Ja. So sieht der Pin dazu aus. Dann und zum Schluss Tokio Disney Resort. Da habt ihr Duffy, ihr habt Baymax, also Brina, das wäre dein Pin. Schloss, ihr habt Sully mit Boo, richtig süß. Und irgendein Boot und ein Vulkan. Ich glaube, das ist von Disney Sea. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so into die asiatischen Parks yet. Das war ein super deutsch-englischer Satz. Ja, da ist der Tokyo Disney Pin. Ja. Also wie gesagt, in diesem Paket bekommt ihr all diese Pins. Ihr bekommt den Passport, ihr bekommt eure Goldmember-Card. Das heißt, vielleicht, wenn ihr tatsächlich nach Amerika reisen solltet in eins der Parks, könnt ihr auf jeden Fall auch Rabatte bekommen. Erkundigt euch da vorher, vielleicht lohnt es sich. Aber ich finde, es hat sich allein schon für die Pins gelohnt, weil die sind wirklich sehr schön. Also ich bin sehr begeistert. Plus, dann bekommt ihr noch viermal, habe ich ja auch schon erwähnt, diese Zeitschrift. Und die ist auch so schön hochwertig gemacht. Ist jetzt nicht mein Lieblingstitelbild gerade für die Frühlingsversion, denn es ist red, wie man sehen kann, also der Panda. Aber hier habt ihr ganz viele Informationen. Es ist auch natürlich auch diesmal ein Disneyland Paris Beitrag dabei. Ihr habt ganz viele, das habe ich ja schon gesagt, ganz viele Informationen. Hier ist auch noch Werbung zur Expo, die dieses Jahr stattfindet. Es ist schon cool, weil Disney wird dieses Jahr 100. Ich glaube, da wird es auch wieder so viel Merchandise geben. Ich werde schon wieder pleite. Ich weiß nicht, wann genau das Datum ist, wann Disney 100 wird. Aber hier seht ihr Disney 100. Die Celebration starts hier. Und genau, als Disney 23 Goldberg bekommt ihr exklusive Discounts on Tickets plus more Benefits at the D23 Expo. Ist natürlich alles auf Englisch, kommt aus Amerika. Ja, hier steht es auch, wann es stattfindet. 9.10.11.2022 ist die D23 Expo in Anaheim. Und wie gesagt, ich glaube, die findet alle zwei Jahre statt. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall auch diese Membership alle zwei Jahre, vor allem, wenn man halt so eine Expo besuchen will. Vielleicht dann in zwei Jahren, ich weiß noch nicht, wo ich an den Daten noch nichts vorhabe dieses Jahr, aber ich habe keinen Urlaub mehr. Wäre schon cool da. Also einmal im Leben möchte ich auf jeden Fall auf so eine D23 Expo. Ja, und dann habt ihr hier, wie gesagt, was sehe ich hier? Ihr habt zu dem neuen Doctor Strange Film ganz viele Insights, zu dem Film Red. Ihr habt hier einen ganzen Artikel zu dem neuen Hotel in Walt Disney World, zu dem Star Cruiser, also das Star Wars Hotel, was da aufgemacht hat. Irgendwo haben wir noch diesen Disneyland Paris Beitrag. Genau, ne, das ist was nicht. Wo haben wir es? Stimmt, das habe ich auch gesehen. Da sind die ganzen Ambassadors around the world und auch natürlich unsere Disneyland Paris Ambassadoren sind auch hier vertreten in der Zeitung. Genau, die haben sich ja alle in Walt Disney World getroffen, ich glaube Anfang des Jahres. Ah, hier ist das Disneyland Paris, genau. 30 Years Disneyland in Disneyland Paris. Und dann habt ihr hier auch einen ganz schönen Beitrag. Und ich hatte noch keine Zeit, es mir durchzulesen, aber ich werde die auf jeden Fall alle behalten, alle sammeln. Und
Ich werde auch, muss ich sagen, wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter die 23-Member sein. Weil allein diese Qualität von diesen Zeitschriften, man bekommt vier, dieses Paket, ich finde es einfach mega. Für 140 Dollar, ja, ist natürlich kein Schnapper, aber es ist schon richtig geil, muss ich sagen. Ich finde es richtig, richtig schön. Ja, die Sommerausgabe kommt, ist auch schon auf dem Weg, habe ich ja, glaube ich, gesagt. Und die zeige ich euch gerne dann bei Instagram oder auch in den Halls, wenn sie dann angekommen ist. Vielleicht habe ich euch das schmackhaft gemacht, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch hier auch keine, also ihr sollt, ich möchte euch jetzt hier nicht zum Kauf zwingen oder so. Aber vielleicht war es ja für den einen oder anderen schön zu sehen, was in so einem Paket drin ist. Und ja, vielleicht hat sich der ein oder andere jetzt dazu entschieden, auch so ein D23-Member zu werden. Wie gesagt, es lohnt sich. Vielleicht bin ich ja bis nächstes Jahr, März 23 nochmal in Orlando oder in Anaheim und kann die Discounts tatsächlich nutzen. Wir werden sehen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das kleine, große Unboxing. Ich liebe alles davon. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!